Naja. So geht das, nicht weiter mit dir. So. Kurze Stärkung. Ich war so stolz mit meinem Low-Puls. Hatte ich mal einen Tag. Und jetzt ist er wieder wild. Ich glaube, der Jens fährt in seinem Hühnerstall Motorrad. Na, ganz sicher. Wow! Ah. Ich verwechsel. Genau, ich verwechsel die auch immer, die Rechtskurven, die zwei. Ja. Ich denke mal, es kommt die andere, muss man voll schnell fahren und hier muss man voll bremsen. So. Gut geschaut. Nochmal kurz Medizin reinhauen. Dann geht's weiter. Joa, fährt einfach an dir vorbei. Zu spät. Also die Boxenfahrt ist so hügelig. Tank ist leer. Jetzt einfach mal so ein bisschen entspannt, mal gucken. Den nächsten Stint hier. 11,3 Runden. Was ist das? Aufgesetzt, zu schnell gewesen. Oh. Krass, sitze ich anscheinend wieder anders und kann das Lenker besser nutzen. Auch ein bisschen umgebaut. Nur anders hingesetzt. Ich habe hier einen. Okay. Ich habe hier einen Bürostuhl und dann sitze ich halt nicht immer gleich. Mal bin ich ein paar Zentimeter vor oder zurück. Und ich hocke mich jetzt einfach hin und denke gar nicht nach und dann mal sitze ich besser und sitze ich schlechter. Sitze ich gefühlt ganz anders als vorher. Aber er fühlt sich entspannter. Machst du hier Markierungen, wenn irgendwie mit so einem Tape auf dem Boden oder so. Dass du das Ding immer genauso hinstellst, wie du es am besten findest. Das dachte ich mir auch. Aber das Lustige ist ja, ich finde nicht immer das gleich, also gleich gut. Also manchmal finde ich es anders besser. Jetzt zum Beispiel liege ich ein bisschen weiter da zurück, so wie du. Und wenn ich dann so, wie schon oft gesagt, so brutal reinschwitze und dann
auf brutale Zeitenjagd bin, hocke ich dann so nach vorne gebückt, so ein bisschen mit dem Buckel, weißt du, so wie so ein COD-ler, der einfach schießen will. Und dann sitze ich, habe ich gemessen, genau 8 cm weiter vorne. Jetzt sitze ich 88, nachher sitze ich 8 cm weiter vorne. Okay. Zu schnell. Aktuell hatte ich mich so hingesetzt, dass ich das Lenkrad besser lenken kann, nur meine Füße sind nicht so nah. Alexa, setze Wecker 23 Uhr. Wecker gestellt für 23 Uhr. Bescheid, Baby. Da muss ich mein Antibiotika und Cortison-Spray nehmen und Antibiotika-Tablette. Ich habe auch Alexa gesagt, dass sie weggestellt soll, 8 Stunden wegen Training und so, ne? Okay. Das ist das Mindestmaß, was ich erreichen muss am Training pro Tag. Ich glaube, das ist für uns alle nicht einmal so ein schlechtes Training. Wenn wir mal irgendwann vielleicht doch in der Liga fahren wollen oder so, kennen wir die Strecken, haben wir uns ein bisschen schon in Autos gewöhnt, aber es wird bestimmt immer alles anders sein, aber dann kennen wir schon mal die Strecken, weil bis jetzt haben wir wirklich Strecken, die überall anscheinend drin sind. Halt, ich wollte es eigentlich so machen, aber das war jetzt super, weil ich es noch gar nicht geplant habe. Wenn ich hier so gemütlich fahre, fahre ich auch gemütliche Zeiten. Ich wurde ja vorher gefragt, ob ich für Liga-Rennen trainiere oder so. Aber nö. Ob du was? Ob ich für ein Liga-Rennen trainiere? Die Noob-Liga. Nö, ich mache einfach, weil Keep Racing geil und generell einfach Skill adden. Ja, schon wieder nicht richtig gebremst hier. Mit mir. Was ist mit dir nicht richtig? Echt mal. Oh, echt so? Scheiße, muss so eine Warte in die Box. Deswegen wird das Stint verlängert. Als Strafe muss ich jetzt nochmal 7 Runden mehr fahren als vorher. War ein Fehler. Bevor ich was trinken darf, eine Pause machen. Trinken darf ich immer noch nebenbei, aber Pause machen, jetzt für 2 Minuten. Das muss hier ernst sein, Jens, weißt du? Für mich. Ich kann nicht einfach nur Ladifari jedes Mal irgendwie Pause machen. Aber es muss erstmal verdient sein, die Pause. Ja. Dann seh zu. Und. Ah, fuck, nochmal, hä?
exit's clear. Watch the white line. Dieses Auto-Handy-Test können sich ja versparen, die Nerds-Dinger da. Ja, ist ja schon ein Scheiß, was du sagst, was du da testen. Aber ich glaube, das machen die so ein bisschen weiter. Es sind halt die Nerds. Und sie wollen halt wohl auch Produkte, die wirklich nur für Nerds sind, testen. Also ich kenne tatsächlich zum Beispiel Kfz-Mechaniker, die schwören auf solche Outdoor-Telefone, vor allen Dingen, wenn die noch irgendwelche Taschenlampen und irgendwelchen Krams haben. Aber du hast doch bei jedem Handylampe, oder? Das ist der Blitz halt. Ja, wir reden hier von einer echten Taschenlampe. Oder dass das Ding halt wirklich mal fallen lassen kannst. Und ich glaube, den Leuten ist so eine Kamera jetzt nicht so super wichtig. Aber ich finde schon, dass man zumindest eine vernünftige einbauen kann und nicht so ein Schrott. Ja, oder vernünftiges Display. Nicht einmal OLED, irgendein komisches altes LCD-Mistdings da. Du meinst IPS, ich meine, OLED muss ja auch nicht unbedingt, aber zumindest ein IPS-Display. Sieh, was da drin ist. Irgendwas Komisches da drin. Jens. Dieser eine Berg nach oben mit Vollgas ist manchmal einfach schwierig. Ich fahre dir nicht Vollgas, ich gehe vom Gas. Aber vermutlich muss man Vollgas fahren, ja. Du kannst doch schon vorher anlenken, bevor du die Kurve siehst. Dann ist es nicht schlimm. 5.6. bin ich da immer. Schon wieder diese Kurve zu spät. Ich werde langsam warm. So wie der Motor oder die Reifen? Heizblödsinn kommt zurück. Hitze, Mann. Das ist eine so krasse Hitze. Ich riskiere die ersten drei Kurven gar nichts mehr und fahre eine Sekunde langsamer fast. Ich fahre jetzt mal gemütlich die ersten Runden, bin ich einfach nur auf Brechstange gefahren. Sollen, verdammt. Ich fahre schon Brechstange für meine Verhältnisse. Ich bin jetzt pro Runde über eine Sekunde langsamer. Ich fahre irgendwie entspannter gerade. Ich probiere ein paar Sachen aus, aber sind so semi. Ich weiß nicht warum. Da ist ein Auto vorne. Catch me if you can spielen.
Nee, das kannst du ja nicht vorstellen. Jetzt hat es mich auch zersemmelt. Du schimpfst so viel. Ich versuch da schön langsam. Dann gebe ich gar kein Gas, und mir gebe ich Gas und dreht's mich. Also ich muss wieder aggressiver fahren. Also ich versuche langsam, dann versuche ich mal kurz mehr, dann geht nicht. Ich bin halt fast wie du beim Schimpfen, weißt du mal. Ja. Merkst du, dass die Strecke kürzer ist als die andere? Ja, ein paar Sekunden, ne? 20 Sekunden. Ich weiß nicht, was sind wir denn vorher gefahren? 48? 50? Ja, 2 Minuten fast. Die Orientierung verloren. Ist mal gedanklich abwesend gewesen. Wie ist er die Richtung? Wie ist er die Richtung? Geht schon. Ich bei der Kurve so viel also verloren habe, krass. Noch bremse ich bei manchen Kurven nicht. Bremse ich zu viel und bei manchen zu wenig. Aber das wird langsam. War es vernünftig? Endlich mal wieder meine Zeit geschlagen hier. Weil ich wieder über 4 Sekunden misst. Ich war 0,3 vorne bis zur letzten Kurve und dann war ich auf 0 und habe ich in der letzten Kurve nochmal das gut gemacht. Noch mal ein bisschen verbessert.
Dann nur 0,08. Und dann. Ich glaube, die Strecke ist ja dann mal so schwer, oder? Boah, ich finde schon. Sector 1 time is good. Ich meine, im Vergleich zum Hungaroring glaube ich nicht. Nein! Ich schlafe immer, wenn ich auf die Zeiten gucke. So, Abstand zu dir halbiert. Perfekt. Nimm das! Oh, schön. So muss das sein. Progress ist da. Wenn du eine gute Runde fährst, kannst du bestimmt sogar schneller als ich fahren. Ich fahre nicht gut hier noch. Nee, klar. Jensy Boy. Du fährst ja. Du bist Bock. Sagst ja selber gerade, du fährst eher Piano. Ja, die ersten 3-4 Runden und dann habe ich trotzdem Piano meine Zeit geschlagen irgendwie. Kann noch nicht so viel variieren hier. Versuch's halt auf mehrere Weisen, damit ich halt auch nicht immer nur auf Biegen und Brechen fahren muss. Und auch die Zeilen einfach so irgendwo hinkriege, ganz entspannt. Weiterfahren? Sector 2 time is okay. Verliere ich so viel Zeit, Jensy, in der Kurve? Ich habe hier auch gerade mal ein bisschen rumprobiert. Darf man eigentlich in der Mitte auf das Rote fahren? Das Rote? In die Kurve oder was? Ja, dieses rote Ding. Wo du gerade gesagt hast, da verliere ich so viel Zeit. Die Streckenbegrenzung oder was? Nee, in der Mitte. Ist in der Mitte. Nie gesehen. Bin halt so schnell, um was zu sehen, Kappa. Du fährst doch um so ein rotes Ding drum.
Jedes Mal, Jens. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aha. Wenn ich ein bisschen verzögere. Wenn ich ein bisschen verzögere mit Gas geben und dann später Gas geben, geht's nicht. Bin ja gespannt, wie diese Strecke mit einem schlechteren Wagen ist. Da werde ich noch Probleme haben, aber das muss halt auch gelernt werden. Also zumindest für mich. Meinem Lernpensum da. I don't know, warum sollte man mit einem schlechten Auto fahren? Ja, nicht schlecht, also anders halt. Damit ich auch das lerne. Ich fahre den Wagen jetzt erstmal 1000 Runden. Dann gucken wir mal weiter. Nimm dich beim Wort. Ja, oder ich experimentiere einfach mal rum und gucke, was noch so da ist. Ich habe 51 Runden. Wenn ich so fahre, bin ich so langsam, das gibt's ja gar nicht. Ich versuche die erste Kurve nochmal zu meistern, aber. Schwierig, schwierig, schwierig. Und jetzt schon wieder. Oh, jetzt geht ein bisschen Wind und es regnet. Wenn es geht ein bisschen länger, sonst wird es nachher noch wärmer als es schon war. Weil schwül ist halt immer noch schlimmer. Laufen die Leute rum, dass ich schnell nach Hause komme. voll der Regen hier auf einmal. Lol, 0,5 Sekunden verloren in der vorletzten Kurve beim Bergsteigen.
Your lap time was 136.73. Sektor 1 ist quick, ich krieg 0,8 hinten. Bist du besoffen oder was? Was hast denn du gelernt? Zeiten zu lesen. Du findest die Strecke okay, sagst du? Ja, ist schön. Okay, die fand sie eigentlich auch okay soweit. Bei Kord weiß ich nicht. Was sagst du, Kord? Bin gespannt, was Tashti sagt hier. Meinem Mentor. Der hat mich wieder zurückgeholt ins Racing. Schneller sein soll. Sector 2 time is okay.
Morgen andere Strecke, oder Jens? Reicht wieder. Was? Morgen andere Strecke? Nö, nö. Pensum erhöhen. Bin ja noch nicht mal warm hier. Ja, wie nicht? Wir sind doch hier in Holland, was ist mit dir? Nimm doch mal ein bisschen was, damit du dir warm wirst. Was soll ich denn da nehmen? Keine Ahnung, was aus dem Boden liegt, was grün ist da. Nee, du. Gibt Leute, nehmen sie was. Ja, auf Partys. Da lasse ich mit mir reden. Partys? Wir sind doch mit einer Party hier. Eine Gags-Party im Ort jeden Tag. Es gibt zwei Leute, zwei Typen, die sowas machen. Die ersten, für die ist das quasi Normalzustand herstellen. Den merkst du das gar nicht an. Und die Kategorie 2 ist, nur noch verpeilt vom Fernseher sitzen, nichts mehr raffen, aber irgendwie macht das Spaß. Und ich bin eher Kategorie 2. Das dachte ich mir. Verpeilt sein, passt zu dir. Nichts mehr raffen, passt auch zu dir. Das hätte ich dir auch sagen können. Ich kenne genug Leute, für die ist quasi das Gegenteil. Die stellen den Normalzustand damit wieder her. Die fühlen sich dann irgendwie ruhiger, wohler und ich habe keine Ahnung was. Für mich ist das einfach ein Betäubungsmittel. Kann Spaß machen, aber nicht unbedingt, wenn man Leistung zeigen muss. Und ich muss jeden Tag Leistung zeigen. Aber da du das ja noch nie gemacht hast, weißt du ja nicht, welcher Typus du bist. Genau. Vielleicht bist du auch so einer, für den das pure Doping ist. Der sich dann viel besser hineinversetzen kann in so einen Scheiß. Und dann fährst du plötzlich wie Zentran oder so. Leid. Quatsch. Du meinst also, Zentran ist dauerhaft in der Drogen? Denke ich mir. Jo! Ja, was dreht sich jetzt so raus da? Ich dachte, ich komme an dir vorbei und dann dreht er sich mir nochmal. Wir wollen das ja eh bald freigeben, dann kannst du es ja ausprobieren. Er ist einer von 50 Doktoren, hat gesagt, wäre eine Möglichkeit. Wovon ich halt wirklich aber dringend abrate, ist, sich so ein, also ich würde so ein medizinisches Gerät dafür kaufen, weil unter keinen Umständen rauchen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, ich habe auch keinen Bock, Muffins zu backen. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, aber das wäre eine Alternative. Ja? Oder halt, okay. Ja, entweder Muffins oder halt so einen medizinischen Inhalator-Dingsbums. Der hat halt keinen Verbrennungsprozess oder sowas und macht nicht die Lunge kaputt. Noch mehr Inhalator. Also generell kann man niemanden zum Rauchen raten, ganz egal was. Rauchen ist nie gut. Doch Trinkpause gemacht hier. Ach, du hast bei dir sogar Bild freigegeben. Ja. Ganz Zeit schon, oder was? Habe ich gar nicht gesehen. Auf jeden Fall eine Weile. Ah, cool, dann kann ich das ja einspeisen, oder? Dann machen. Okay, dann gehe ich kurz Wohnzimmer. Bin eh schon hier am Rumwurschteln. Kurz Wireless hier, dann kann ich es einspeisen. Auch wenn ich jetzt den Stint nicht gefahren bin, ich bin dann dreimal neu gestartet, passt schon. Aber warte mal noch, weil ich gehe dann kurz auch Klo, kurz Küche und dann bin ich wieder ready. Ich richte das aber schon mal ein, hey, weil ich muss ja vieles umstellen hier. Ach so. Ist nie gemacht, wenn ich in der Küche bin. So. Unser Truck. Unser Truck. So, na klar, Teachi, na klar, Teachi. Was denkst du? Ja,
So, was geht, Teachi? Antwort ist JA. So, das ist gemutet. Wie mache ich denn das am besten jetzt hier? Mal kurz hierher gehen. See on the track, genau. Wir sehen uns auf der Straße. Ah, hier, rechte Maustaste, Transformation kopieren, Quad. Ist es hier auch an und aus mit dem Sternchen? Ja, ist auch. Transformation einfügen. Controller Cam, lass mal hier. Was ist, wenn ich hier 9 drücke? Okay. Was ist, wenn ich die 6 drücke? Geht auch, okay. So, jetzt muss ich erstmal umschalten. Kann er das nicht selber machen, dass ich ohne oben nicht umschalte? Warte mal. Warte mal. Geht das nicht selber? Verlauf. Lifetiming hier. Ach so. So, ich brauche wieder IP. Moment. Ich muss kurz versuchen, das mit einzubinden. Meint das? Wo kriege ich jetzt die IP her? Ich habe es ja ein paar Leuten geschickt, ne? Wo ist denn der See und der Dreck? Hier, Lifetiming kopieren. Das hier, das hier. Okay. Jetzt kann ich das eigentlich ins OBS mit einbinden, direkt. Rechte Maustaste, Szene hinzufügen. Browserquelle, Browser. Dreck. Nenne ich einfach Dreck. Deaktivieren, wenn nicht sichtbar, oder? Dass ich jedes Mal neu machen muss, ich weiß nicht. Schauen wir mal kurz, wir gucken mal, wir testen es mal, ob es geht direkt. Ach du Kacke, wie sieht denn das aus?
Wo sind die Straßen? Scheiße, ich habe keine Auflösung gewählt. Moment, rechte Maustaste, Eigenschaften. 1920 mal 1080. Jo. Da ist die Track. Sie und der Track. Da ist die Track. Das ist ja total hier im Ding. Hä? Wie ist denn das gedacht hier? Ja, geil. Okay, das geht ja hier gar nicht. AC-Bild, no signal unten links. Das hier muss höher. Ah ja. Oder soll ich das schwarz tun? Schwarz machen? Wenn ich jetzt gar kein Bild dahin habe, was ist denn das? Ja, gar nichts ist ja schwarz, genau. Ja. Schade, dass ich seine ja doch nicht habe. Sonst könnte ich jetzt da schief schneiden. Aber ich muss ein bisschen was da von der Zahl übrig lassen, damit man das halt sieht. Geht nicht anders, weil sonst ist die Strecke nicht breit genug. So. Jetzt hat. Das Ding heißt See on the Track. Also so ähnlich halt. Ende. Achso. Geht auch, wenn ich es so habe, oder was? Okay. Jo, die einzelnen Dinge müssen halt da stehen, sonst die Strecke nicht ganz. Egal. Was ist mit Geräusch da? Ist das Auto, oder? Irgendein Scheiß. Ganz. Ist das ganze Blau da wegkriegen irgendwie? Toll. Das drüber machen über mein Bild. Ist doch eigentlich auch egal, oder? Nee, was habe ich getan? Warte. Das ist ein Controller Cam. Ach, da ist die Lollis ja. Das Hebel musste dann viel höher. Jetzt hat. So. Das auch zwischen die Sachen tun hier so einfach mal so random zwischen die Sachen, ist eigentlich egal, ist da, dann ist da genug Platz und da genug Platz, muss ja nicht identisch sein in der Mitte. Das darf nur nicht das Bild oben verdecken. Kann ich hier nicht Alt drücken? So. Ich sehe das halt nicht richtig, Leute. Das ist so klein bei mir. Keine Ahnung, ob da oben noch ein Pixel ist oder nicht im Weißen. Egal. Das Geräusch, ne? Mach mich fertig.
Ja, das passt schon. Da lenken wir was. Lenken wir was. Passt schon so. ...695 ausgelassene Frames. Ja, deswegen mein Coding gewesen. Jo, was wär denn da vorbei? Bist du da, Stenz? Den Haie-Macker! Den Macker, den Haie! Okay. Hab's eingerichtet, hab's geschafft, endlich. Hab's geschafft. Ja, jetzt wieder die Glocken hier. Sehr verrückt hier. Naja, sie ist verbuggt. Dann ein Spiel Mario Kart. Was ist denn mit dir? Kann man nicht entspannen, wie sie pinkeln. So. Dann weiter. Moonlight. Was hast du wieder angestellt mit dem AC? Das verbuggt ist. Oh, hier. Der DJ, einmal mit Profis, Mann, einmal mit Profis, ganz vergessen. Also wenn es beim Jens über mir geht, dann ist alles easy. Ist gar nicht zerbackt. Shit, man. Was hast du denn gemacht, Haie-Macker, das verbuggt ist? Was jetzt? Ach du Scheiße, ist das Bild groß, Alter, von mir. Oh mein Gott. Das muss ich kleiner machen. Muss heißt, du da kurzer so groß machen, mich so klein. Das ist ja viel zu fett, Mann. Was hast du denn gemacht, Yachi? So. Also, nächsten Stint. Let's go. Im Endeffekt musst du halt nichts machen. Nur die Strecke runterladen und fertig. Vom Ordner, das war's. Alles andere ist, hat mir alles schon, hab nichts verändert. Nur die Strecke geswitcht.
Sagt er bei dir Checksum-Fehler oder was? Error? Oder was sagt er bei dir? Wenn irgendein Fehler kommt und du nicht reinkommst, musst du den BMW vielleicht updaten, den M4 GT3. Den habe ich auch bei Cars reingetan. Das Content Manager updatet das normalerweise. Da musst du schauen, bei Content Manager sind oben so drei Striche. Einfach draufklicken und dann tut er den BMW halt runterladen. Zuerst, dann hat er das Game in Folge gestartet. Ja, dann musst du schauen, ob das bei Settings, Assetto Corsa, beim Content Manager auf Vollbild noch gestellt ist. Vielleicht hat sich da irgendwas resettet. Oder du hast neu gestartet und das Ding nicht gespeichert, die Settings. Das war's. So. Ah ja. Muss noch ein paar Sachen hier wegmachen, dass ich fahren kann hier. Mikrofon. So. BB. Danke. Es geht ab. Ich hab's geschafft einzurichten. Ich hab 10 Minuten gebraucht. Ich hab's so gemacht, dass das OBS selber das Bild nimmt. Von der Strecke. Da musste ich mein neues Bild aus der Küche einrichten. Aber jetzt passt. Jetzt haben wir mal einen gemütlichen Stint hier. Wo ist denn der Haymaker? Der Haymaker! Das ist das Teachi. Habt ihr letzte Zeit doch kaum gehustet, oder? Nee, gestern auch schon nicht. 2 Tage war es irgendwie besser. Aber jetzt geht's wieder los. Es ist aber Wochenende, weißt du? Jetzt kann ich ja nicht zum Doc das Ganze losgehen. Wundert mich ja schon. Ich bin ja doch vollgestopft hier. Aber wenn der Körper sich ein bisschen daran gewöhnt an die Dosis, dann kommt's wieder. Ja, bei mir auch. Mach mal rausfahren, muss ich nochmal resetten direkt. Lass mal klimatisieren hier.
20 Minuten nicht gefahren, gleich wieder genug. Ja, ja, es ist normal. Erste Kurve komplett versaut, habe ich. Ich glaube, so hat jeder sein Auto. Wir haben das hier. Technik, glaube ich, sein 220er in der Supermarkt. Und Teacher hat ein 21er. Ist doch toll. Und durch die Entfernung der Formelautos haben wir ja auch ein bisschen mehr Spots. Den einen Server ja GT3, ne, GT-Server genannt, weil ich komme ja auch am Herz GT3, den anderen Non-GT-Server. Habe ich gesehen. Na, wird es noch nicht bleiben, aber ich war mir jetzt auf die Schnelle wohl, ist mir nicht eingefallen. Der Formel passt ja auch nicht, es ist ja auch noch mehr drin. Ist auch egal. Bei mir geht es